Hallo liebe Leute, neue Folge Wurstnerd. Schätzt mal, was Landwirte machen, wenn die Schweine gefüttert sind, wenn die Schweine versorgt sind. Dann spielen die auf dem Flügel in der Diele Klavier. Neue Folge Wurstnerd. Im Hintergrund spielt noch das Klavier. Neben mir stehen zwei nette junge Leute. Ihr müsst mal einmal eben sagen, wer ihr seid. Ich bin Gloria. Ich bin Christoph. Christoph, erklär du eben, wer da hinten Klavier spielt. Da hinten spielt mein Vater, mit dem ich hier den Schweinemastbetrieb Manager, auf dem wir uns befinden haben. Und schön, dass du hier bist. Ja, also es ist auch mal ein Novum, dass wir mit Klavierbegleitung so ein Interview machen. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. So, es gibt ja auf der einen Seite Strohhaltung, auf der anderen Seite konventionelle Haltung. Es haben ja beide Systeme ihre Daseinsberechtigung. Und das ist so ein bisschen Ziel in diesem Video. Wir wollen euch zeigen Vor- und Nachteile in beiden Systemen. Und als nächster Tagesordnungspunkt steht an, dass wir uns einmal umziehen und in den Stall gehen und genau diese Themen besprechen. Auf geht's. So, Interview geht gleich sofort los. Christoph muss eben noch sein Standardprozedere durchführen. Das heißt, er guckt sich aber den Stall an, er kontrolliert die Futterautomaten, er kontrolliert die Getränkeleitung, die Getränkeleitung. Ja, und macht generell so eine Überprüfung hier. Das dauert eben ein paar Minuten und dann können wir mit dem Interview loslegen. Und ich sehe, Gloria ist auch schon wieder da und du hast Stühle dabei. Stell mal den Stuhl hier vorne hin. Nochmal näher. Ja, Satan. Das Neue. Ja. Wir sitzen jetzt hier im Schweinestall. So sieht das aus. Gesundheit bei diesen Tieren. Wie schätzt du das ein? Sehr, sehr hoch. Also wir können durch die geschlossenen Ställe, die in der konventionellen Tierhaltung üblich sind, und durch die Thermik, durch die Klimasteuerung, können wir eigentlich für einen sehr hohen Gesundheitsstatus sorgen. Für die Versorgung in Kooperation mit Tierärzten, für die richtige Fütterung, für die Thermik, die wir steuern, für den über den Ferkel-Einkauf, wo wir schon gucken, dass wir nun mal gesunde Tiere in unseren Bestand reinholen. Sind sehr vitale Tiere, wie wir hier auch sehen. Die knabbern uns ohne Ende an und ich glaube, da lässt sich ein sehr, sehr gesundes, sicheres Lebensmittel mit erzeugen. Also wir müssen mal einmal umdisponieren. Ich werde hier attackiert. Also wir hängen die Kamera mal einmal da in die Buchtenwand und dann müssen wir das neu beginnen hier. Perfekt. Wir machen einfach weiter. Du hast gesagt, gesunde Tiere in dieser Stallhaltung sind auf jeden Fall möglich. Nicht nur möglich, sind super zu gewährleisten und eigentlich auch der Standard. Als jemand, der ganz viele Schweineställe filmt, kann ich so sagen, das liegt in der Regel immer am Management. Also wenn ihr Bilder im Internet seht von Tieren, denen es schlecht geht, dann kann man davon ausgehen, dass der Stall einfach schlecht gemanagt ist. Und dass der Landwirt selber, egal in welcher Haltungsform, einen großen Einfluss darauf hat, wie es die Tiere geht. Und man sieht es ja diesen Tieren an, die sind sehr neugierig und sehr interessiert und sehr vital. Also man kann hier definitiv von Gesundheit sprechen. Ja, bin ich auch der Meinung. Wichtiges weiteres Thema Geschmack. Auch das wird oft suggeriert, dass Fleisch aus anderen Haltungen besser schmeckt. Christoph, was ist da deine Meinung? Ich glaube, der Ursprung des Geschmacks startet oder liegt nicht hauptsächlich bei der Haltung, sondern eher in Sachen wie hauptsächlich Genetik und dann vielleicht noch ein bisschen Fütterung oder ähnliches. Also. Also kann ich so zustimmen, größtenteils. Also die Genetik hat einen viel größeren Einfluss auf den Geschmack als die Haltung. Aber dass wir merken im Schlachthof Tiere aus einer Offenstallhaltung, weisen später anderes Fleisch auf, in dem Sinne, das ist fester, das hat eine andere Farbe und das neigt auch dazu, weniger Wasser zu verlieren, definitiv. Also da merkt man dann, da merken wir im Schlachthof eindeutig einen Unterschied, da ist das Fleisch anders, das muss man so sagen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das, aua, Mann, das gibt's nicht, dass das dann einen anderen Geschmack hat. Alter, wegschieben hilft nicht so viel, ne? Christoph und ich sind beide der Meinung, dass Fleisch ein gesundes Lebensmittel ist. Also Fleisch, was aus konventioneller Haltung kommt, ist das weniger gesund als Fleisch, was aus Offenstellen kommt? Nein, ist nicht weniger gesund. Solange es ein gesundes Tier war und da das Lebensmittel Fleisch rauskommt, ist es so, dass
ja, dass wir da höchstens von profitieren, aber keinen Schaden von nehmen. Das heißt, wir können es bedenkenlos genießen. Die Tiere hier, solange die vital sind, haben ein gesundes Lebensmittel. Und ich glaube, selbiges passiert auch bei Offenstall, bei Biohaltung. Wenn das gut gemanagt ist, wenn der Landwirt, die Landwirtin dafür gesorgt hat, dass es den Tieren gut geht, kommt da auch gesundes Fleisch bei raus. Und da braucht sich kein Konsument irgendwelche Sorgen machen. Okay. Schweineglück. Sind diese Schweine glücklich gesund? Also ich messe Schweineglück daran, dass es den Tieren, dass sie vital sind, dass sie gesund sind, dass sie gut zu fressen haben, sich gut miteinander bewegen, ja, dann ist das für mich Schweineglück. Natürlich können wir gerne immer drüber sprechen, was macht es den Tieren noch angenehmer. Und dann sind wir ja beim Thema Haltungsformen und vielleicht auch anderen Haltungsformen. Aber wir stellen in erster Instanz erstmal heraus, dass sie gesund sein müssen, dass wir dieses gewährleisten können mit dem Haltungssystem der konventionellen Mast. Und es lässt sich nun mal auch nicht von einem auf den anderen Tag, um jetzt mal die gesamte Branche anzugucken, umschwenken. Aber ich glaube, da muss man trotzdem diskussionsbereit sein. Ja, Schweineglück, schwieriges Thema. Also erstmal weiß natürlich niemand, was Schweineglück ist, kann man so sagen. Wir können da nicht in den Kopf reingucken. Nein, wir können da nicht in den Kopf reingucken. Und auch diese Tiere sind vital und haben, ja, sind interessiert. Ich glaube aber, dass eine Offenstallhaltung dadurch, dass noch mehr Reize da sind. Also hier haben wir zum Beispiel Reize, so wie das hier, Spielzeug, richtig. Die Reizmenge in einem Offenstall ist zum Beispiel dadurch größer, dass halt frische Luft dabei ist, dass Wühlmaterial dabei ist. Die Reizmenge ist größer, definitiv. Die Reizvielfalt hat sicherlich andere Haltungsbedingungen mehr Priorität gegeben. Ja, ja, also da würde ich, ich nenne das mal, bei der Reizmenge würde ich den Offenstall, oder bei anderen, bei alternativen Haltungsformen würde ich das definitiv einen Vorteil sehen. Was ja aber auch bedeutet, dass die Reizmenge irgendwie geleistet werden muss und dementsprechend dann auch bezahlt werden muss. Und diese Haltungsform wird mit Sicherheit, also diese Haltungsform, die wir jetzt hier sehen, wird mit Sicherheit noch viele Jahrzehnte wird es so geben, weil sie ja auch gesunde Tiere ermöglicht. Gesunde Lebensmittel erzeugt. Gesunde Lebensmittel, exakt. Aber zusätzlich, wenn ihr darauf Wert legt, dass die Haltungsform anders ist, das heißt, wenn da soll Stroh dabei sein, da soll frische Luft dabei sein, dann ist das halt teurer. Und deswegen, was die Vielfalt betrifft, ihr als Verbraucher habt das in der Hand, diese Vielfalt zu gestalten mit eurer Preis, mit eurem Verhalten, mit eurer Preisentscheidung. Und trotzdem hat auch diese Haltungsform selbstverständlich auch noch viele Jahrzehnte seinen Daran bringen. Christoph, Gloria, vielen Dank für die kleine Stallführung und insbesondere für das Interview. Wenn Fragen offen sind, ich meine, Harm steht ja sowieso immer zur Verfügung. Gloria und ich auch. Ihr könnt auch sicherlich jeden Tierhalter in eurer Umgebung gerne ansprechen, so wie ich gerne angesprochen werde von Harm. Und da sind wir offen für alle Anregungen. Kommt einfach auf uns zu. Wir blenden mal einmal ein Landschaft Werte, seht ihr hier unten. Wir blenden mal einmal ein Brandqualitätsfleisch, wir blenden mal einmal ein alle Wurst-Nerd-Kanäle. Und dann haben wir es auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, das Video teilen, wie es euch gefällt. Das hilft uns sehr. Und dann bleibt uns noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.